Eine Schweigeminute. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Okay. Und ich glaube, ich sehe schon, warum du Tesla heißt. Teslas Labor, Katakomben von Westminster. Der arbeitet hier mit Tesla. Mit Strom und Co. Haltezwecke drücken, benutze K. Was an die R, um dir Details anzusehen. Und entfernte Objekte zu erkennen. Okay. Dürfen also nur ansehen. Sehr interessant. Ach, die Kugeln, die kennen wir, die kennt jeder. Die gibt es als Lampen in manchen Shops zu kaufen. Wenn man seine Hand dran tut, fließt der Strom dahin. Tut einem natürlich nichts, weil die Kugel dazwischen ist, aber es sieht auf jeden Fall lustig aus. Nikola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht. Crystal Palace. Ein paar Hörner drauf gezeichnet. May the great man win. Your friend Thomas. Okay. Sieht ja alles sehr beeindruckend hier aus, Tesla. Da liegt schon wieder was. Was ist das denn? Ziemlich antik. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Ja. Damit haben sie kommuniziert, echt? Wo haben sie reingesprochen? Das ist bestimmt das Ohr gewesen da? Und gesprochen? Komisch. Sieht schon aber lustig aus. Sehr antik. Da hat Galahad recht. Oh, Kollege, was hast denn du hier am Start? Eine Mega-Tesla-Spule. Wow, da entlädt sich ja ganz schön was. Ich glaube, damit hast du diese Bogen hergestellt, oder? Die Bögen. Was haben wir denn hier Feines? Wieder irgendein Stück Papier. Ich verstehe kein Wort. Nee. Irgendwelche Bauinstruktionen. Sie schlauer Hund. Ah. Refined ladies in waiting. All sizes, plump and petite. Present this handbill with a regular treat. A splendid bargain. Eieiei. Okay. Kann man hier auch überall reinschauen? Da sieht man nur leicht verschwommen, Haufen abgedeckte Maschinen. Ah, und hier können wir bestimmt üben. Ja? Was gibt's denn, mein Freund Tesla? Oh. Die Bogenkanone. Das ist sie doch, oder? Sir Galahad. Ja, ich komme. Was gibt's denn? Bitte, hier entlang. Aha. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Recht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Ne? Okay. Systeme. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Ha? So, und jetzt? L3, R3. So. Ah, verstehe. Sie erstaunen mich immer wieder, Nikola. Cool. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Hier. Ho. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen.
So, da sind wir doch dabei. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Robustes Holz. Okay. Probieren wir aus. So, wo muss ich? Ach, da. Ja. So. Ein bisschen zielen. Und voll ins Rote treffen, hoffentlich. Zack. Gut ausbalanciert. Klicke R3, um die Vergrößerung des Fernrohrs ein- und auszuschalten. Oh, cool. Guter Schuss. Die ganze Mitte wird weggerotzt. Harter Rückstoß, aber im Rahmen. Ja, das geht. Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Ja, dann Loch reinballern. Guter Schuss. Nicht schlecht. Sollen wir jetzt alle verballern, oder was? Anscheinend. Um ruhig ziehen zu können, indem du kurz den Atem anhältst. Ah, verstehe. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben, auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Okay. Damit kann man weit in die Ferne schauen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle, erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General. Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. So, da wären wir. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Luft holen. Ein Haus von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. So, 15. Tag im Oktober, Whitechapel, Bezirk. Ich sag immer zuerst falsch. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Das stimmt. So. Wir müssen ungesehen zum Krankenhaus gelangen. Folgen wir mal unserem Kollegen. Hier stinkt's schon arg. Gott, oh Gott. Der sitzt da und bettelt. Ich glaube kaum, dass er hier was bekommt. Hätte ich ein paar Münzen, würde ich sie jetzt reinschmeißen, aber... Ich bin leider auf Mission hier. Jetzt ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. So, kriegst du das Ding nicht weg. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. So, müssen wir also einen anderen Weg nehmen. Wir folgen dir. Wow. Da ist ja doch was drauf. So ein bisschen zumindest. Was haben wir denn hier?
Die Asche ist Pfeife. Warm. Sehr warm, ja. Hier war erst jemand. Das heißt, hier wurde erst geraucht. Steht da noch ein Kaffee? Hallo, Jo? Sehen Sie, Monsieur, diese hübschen Damen auf dem Balkon winken uns. Wo sind sie denn? Die hübschen Damen? Lafayette. Ah. Ja. Den könnten wir schmeißen, wa? In der Tat den Apfel schmeißen. Hey Leute, was geht hier ab? Wie ein angestochenes Schwein. Sieht nicht gut aus. Der ist fertig. Bleib unten, dummer Penner. Okay. Naja, wir müssen sowieso, glaub ich, hier nach unten. Einfach ungesehen rein. Wir können uns jetzt nicht um die Belange anderer kümmern. Oh je. Hier sieht nicht gerade gut aus. Hier pennen sie über einem Strick, hey. Was für eine Gegend. Kein Wunder, dass man diesen Ort riecht, bevor man ihn sieht. Four Pennies. Ration Ruins Redemption. Okay. Haufen Infomaterialien hier. Schade, dass es da nicht alles auf Deutsch draufsteht. Aber das möchte ich nicht alles lesen, jedes Infoblatt. Dafür zeige ich es euch aber. Und ihr könnt an dieser Stelle Pause drücken und es gern durchlesen. Hungerlohn. Schuften sich zugrunde in der schwarzen Hölle der Minen, während die feinen Herren von silbernen Tellern speisen. Ist das das England, das wir wollen? Was müssen wir tun? Ganz genau. Brüder und Schwestern, kämpft! Schließt euch uns an! Nieder mit der Königin! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Geht durch die Gasse! Wer war der Typ? Ich weiß es nicht! Ich schwöre! Du weißt es nicht! Ich habe ihn nur ganz kurz gesehen! Deinetwegen ist sie tot! So, Kollege. Ich glaube, das reicht. So, du Arme. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge, sie sind in Sicherheit. Was, der... Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Typ war der Ripper? Der da? Hä? Wirklich? Haben wir den jetzt mal ganz so nebenbei... Durch diese Tür gehen. Mir nichts, dir nichts erledigt? Wäre lustig. Ah, gucken wir mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Oh, sogar... Oh! Halt L2 gedrückt, um den
Luftzylinder anzutreiben und durch den Schließzylinder freizulegen. Und rotiere R langsam, bis die Vibration zwischen den Zylindern nachlässt. Drücke dann R2, um den Zylinder zu aktivieren. So, jetzt. Okay. Ah, verstehe. Interessantes System. Auf jeden Fall macht es das wieder ein bisschen, ja, realistischer. Cooler. Dietrich hier benutzen, Schlösser knacken, das hat einfach was. Besser, wie wenn sie einfach durchpreschen. Ach, so einen ähnlichen Teppich hatte ich hier auch mal. Den habe ich sogar jetzt noch im Flur liegen. So einen ähnlichen Teppich wie hier. Nur viel schmaler, dass halt in den Flur passt. Aber das Muster ist fast identisch, hey. Was haben die meinen Teppich hier rein? Was machst du? Bist du geil auf dem Teppich, Lafayette, oder was? Kannst du gerne haben, die sind teuer, die Dinger. Halt! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Ja, damit. Und viel Spaß, Sportfreund. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Okay. All Bell Musée, Whitechapel. So, na dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Aha, All Bell Musée, Whitechapel. Es scheint sowas wie ein Stripclub zu sein, Zelda. Kuss Zelda. Und? Eieiei. Er hat ihre Brüste draußen hängen. Also ein Bordell. Weniger ein Stripclub. Aber die scheint jetzt nicht die schlankste zu sein. Oh, was haben wir denn hier unten? Können wir hier spielen? Die Raben von London. Sie organisieren sich. Okay. Die Raben von London. Und hier badet wohl gar keine. Ach. Wohl nicht unser Tag heute. Aber ich möchte ja auch nicht zu viel zensieren auf YouTube, nicht wahr? Kommst du mit drauf, Süßer? Ein andermal. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Das glaube ich gerne. Was haben wir denn hier? Da liegt noch ein Zettel. Oh je. Kann man gar nicht lesen. Das ist zu viel Gekrakel. Damien steht auf jeden Fall unten. Oder Domina? Nee, Damien. Anscheinend. Kann man kaum lesen. So, da ist auch eine Dame, die in der Ecke sitzt. Die erinnert mich ein wenig vom Gesicht an Jennifer Lawrence. Kann das sein? Nur ein wenig. Jetzt nicht mehr. Ah, ein bisschen. Irgendwie leichte Ähnlichkeit. Auch Lafayette. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell! Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Eieiei, der Lafayette. Das ist schon ein Stecher. Bist du schon so weit, Süße? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Hoi. Na, Süße. Ja, hier stöhnt's überall. Hier lang, Schatz. Hier rein. Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann hin? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey, verschwinde da. Ach du Heiliger. Oh. Hallo.
Ach, du Heiliger. Muss ich wohl eine Brust zensieren für YouTube. Und einen Pimmelmann. Eieiei. Tut mir excuse, Madame. Suche einen Weg zum Krankenhaus. So, den Pimmelmann haben sie bedeckt. Sehr schön. So, ja, hier hinten die Tür anscheinend. Da scheint es weiter zu gehen. Angriff des Pimmelmanns. Kommen wir hier rüber. Hier auf dem Seil höchstens, oder? Geht das? Hm. Oder eher hier hinten. Boah. Sollen wir denn... Ach, ich bin ja wieder blind. Hier geht's doch nach oben. Das ist schon schöner. Über die Dächer von New York. Dom, 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 dom. Oder auch London. Dom, 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 dom. Ich glaube, hier müssen wir jetzt rüberspringen, oder? Kann das sein, oder muss ich noch hier hoch? Nee. Ich muss da rüberspringen. Ach. Meine Güte, was tun wir hier nicht wieder alles? Können wir hier aufs Dach oder können wir uns da runterfallen lassen? So, natürlich nach unten fallen lassen. Eindringlinge, an die Waffen und los. Lafayette. Eindringlinge sind hier also. Och, das sind doch nicht wir. So, auch mit uns. Die werden doch wohl nicht uns meinen.